soy María de la Rosa y estoy aquí presentando Cult TV. Ihre Laudatoren, Alpha Kevin und Melanie Gray. Dankeschön. Dankeschön. Kult TV ist wieder da. Und was hatten wir zuletzt für ein Event, Melanie? Was hatten wir? Wir hatten Christmas Crash. Christmas Crash 2022 und oh, was war das für ein Event? Mella, was war das für ein Event? Wir hatten den ersten Women's Main Event um den Women of Gold Championship und Amal ist neue Championess. Richtig, der Titel ist gewechselt. Verrückt. Nicht der einzige Titel, der gewechselt ist an diesem Abend. Es war ein sehr ereignisreicher Abend. Die Tag Team Titles, Bloody and Dust, Dust and Diamonds. Diamonds and Rust, auch bekannt. Gil Holding. 3.0, vierter Anlauf, nochmal auf die alten Tage. Sie haben die Titel geholt gegen Rivality und auch das, naja. Aber was Erfreulicheres, nämlich wir haben auch einen neuen Number One Contender für den No Limits Title. Sie meint mich. Denn bei der nächsten Show im Januar, da geht es gegen Norman im Chairs Match. Und ich bringe 10.000 Stühle in den Ring und werde 10.001 ihn gegen seine dumme Fresse schlagen. Aber dafür sind wir jetzt gar nicht hier, Melanie. Nein, denn wir sind hier für euch natürlich. Und was haben wir euch mitgebracht? Ein Match aus der Vergangenheit mal wieder. Und was das ist, seht ihr jetzt. Herzlich willkommen, liebe Kultras, zu diesem wunderbaren Match aus den Archiven von Wrestling Kult. Wir sind Björn und Jörn von SmackBoom.com und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir euch durch dieses Match hier führen dürfen, in dem die damaligen Tag Team Champions 2018, nämlich die Keel Holding, Aaron Insane und Michael Isotov, ihre Titel zum ersten Mal, denn sie waren gerade erst seit einem Monat Champion, Jörn. Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihre Titel zum ersten Mal verteidigen und zwar gegen Holland's Glory, Mott van Kunda und Johnny Evers. Und hier wird auch schon sofort vermutet, dass Mott van Kunda vielleicht noch ein Schmankerl in der Hose versteckt hätte. Also ich wüsste glaubst nicht, da wäre was drin. Ich sehe da jetzt nicht, dass tatsächlich, da hat er uns alle hereingelegt. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, aber tatsächlich war da wirklich etwas. Die Fans hatten es schon vermutet, oder nicht? Ja, also ich dachte auch, es wäre wahre Größe, aber am Ende war es doch nur eine Schlangenburg. Oh, und es geht sofort los. Hast du die Ringglocke schon gehört? Noch nicht. Oh, die Keel Holding geht sofort auf ihre Gegner los, kennt da gar nichts. Ja, wenn man erst einen Monat den Titel hat, dann möchte man den aber auch noch lange behalten. Und ja, sie machen hier keine Gefangenen. Absolut. Die Gegner direkt am Boden. Man merkt auch sofort, dass Aaron und Isotov schon seit Jahren befreundet sind. Ihr Weg sich schon seit Jahren gekreuzt hat. Mehrere Jahre arbeiten sie zusammen. Und ja, letztendlich sind sie Champions geworden, haben die Keel Holding damals mit Sascha Keel zusammen gegründet. Aber auch schon hat sich das Blatt gewendet. Allerdings, oh nein, oh, was gibt's jetzt? Was gibt's jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da kamen gerade noch Michael Isotov von hinten, aber das hat er kommen sehen. Und da gibt es dann tatsächlich Head-to-Butt-Butt. Und wir das sehen, mehrfach. Wir sehen, wie effektiv es ist. Isotov fällt zu Boden, da kann er gar nichts mehr machen. Und jetzt kommt die Schlangengurke zum Einsatz. Die gerade noch im Winsel seiner Hose versteckt hatte. Ich bekomme ein bisschen Angst für Aaron Insane. Danach wird man noch richtig insane. Danach wird man noch richtig insane. Ich weiß nicht, wie tief sie drin war, aber sie war kurz drin.
dass Aaron Insane noch eine Hose anhatte. Ja, Aaron Insane, das hat ihm Eric Schwarz wahrscheinlich nicht beigebracht, als er ihn damals trainiert hat, wie man sich gegen Schlangengurken wehrt. Und ja, jetzt wird auch noch Michael Isotov hier gefangen genommen, während Mod van Kunna die Unterseiten des Rings durchsucht, ob da vielleicht ja, wieder mit Kendo-Sticks geübt wurde und die da hinterlegt wurden. Nee, Mod van Kunna kommt selbst ein paar Kicks gegen die Brust. Ah, er hat anscheinend keine neue Gurke gefunden. Deswegen entscheidet er sich einfach wirklich mit Tritten seinen Gegner in dem Fall Kendo-Stick zu bearbeiten. Der Shining Kiss. Also wach geküsst hat er ihn damit nicht. Nee, vielleicht hat er ihn in Schlaf geküsst. Wir sehen das Cover. Und haben wir einen Titelwechsel? Nein, nein, kein Titelwechsel. Das hat noch nicht gereicht, um Isotovs Schultern auf die Matte zu drücken. Aber die Herausforderer gerade ganz schön mit Oberwasser hier. Und ja, aber da kommt er mit dem, ja, es ist kein Stoppschild, aber trotzdem hat er genau das damit erreicht. Ja, mit dem Verkehrsschild krachend auf den Rücken von beiden Gegnern. Und schon haben wir wieder Keel Holding, die die Oberhand haben. Ja, das war der erste Roadblock auf jeden Fall für Holland's Glory. Und jetzt wird natürlich erstmal ein bisschen der Ring hier sortiert. Und das Schild kommt noch weiter zum Einsatz. Wir sehen, oh Gott, da ist das Herz drauf. Das soll aber bedeuten, dass hier Stopp für den Herzschlag sein soll. Ja, die beiden Publikumslieblinge aus den Niederlanden müssen jetzt ganz schön einstecken. Ich meine, Mod van Kunna ist einer der großen Lieblinge der Kultras. Schon seit dem ersten Event ist Mod van Kunna immer wieder gern gesehen bei den Kultras. Und seine Wege kreuzen sich ja jetzt auch schon wieder heutzutage mit Aaron Insane mehr oder weniger. Denn Aaron hat ja mit Chris Rush, Michael Noel und Blackwell die Diamonds and Rust gegründet. Und Mod van Kunna hat ja so seine Probleme mit Blackwell. Vor allem seitdem er mit ansehen musste, wie der seinen Helfer Useless behandelt. Aber auch die beiden werden das mehr oder weniger im Ring klären. Und oh, hast du gesehen, Aaron Insane gönnt den Kultras gar nichts. Aber etwas. Aber Keel Holding machen es genau richtig. Hier werden die beiden Gegner isoliert voneinander. Ja, fantastisch. Wenn du die Oberhand hast, das ist genau die Art und Weise, wie du ein Match dieser Art auch vonstatten bringen solltest. Das ist die Teamarbeit, die sie seit Jahren zusammen haben, die sie zusammengeschweißt hat. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann wieder Keel Holding sehen werden oder ob sich Aaron Insane komplett nur noch auf Diamond and Rust konzentrieren wird. Jetzt noch ein Kick in das Gesicht von Mod van Kunna. Hier konzentriert er sich nämlich erstmal wirklich auf Mod van Kunna. Der Referee kommt auch sofort wieder in den Ring. Ja, jetzt haben wir tatsächlich Michael Isotov rausgedrückt und Johnny Evans außerhalb des Ringes. Ich kann beide nicht mehr sehen. Vermutlich wird hier irgendwo noch der eine von dem anderen bearbeitet. Da gibt es von einem Kultra Bekundungen für Kunda. Mit einem Bierchen vielleicht? Nee, ja, oder Aaron Insane hat was dagegen. Aber trotzdem kommt Mod van Kunna zurück. Ja. Und er versucht den Bodyslam. Nein, er kann ihn nicht durchziehen. Er kann ihn nicht durchziehen. Aaron Insane ist zu schwer in diesem Moment, weil Mod van Kunna natürlich auch schon ordentlich geschwächt wurde. Und ja, das Bier ist leer, dann gibt es nur noch den Becher vom Kopf. Das ist genau das, was ich auch mit einem leeren Bierbecher machen würde. Aber das ist auch genau das, was ich hier erwarte bei Wrestling Kult, wenn ich eine richtige Hardcore-Schlacht sehe. Und da kommen Waffen zum Einsatz, da geht's richtig los und da muss auch mal der Bierbecher dran glauben. Der Bierbecher, die Gurke hat schon dran geglaubt, wir haben sie hier kurz nochmal gesehen. Bei Johnny Evers und Michael Isotov. Jetzt aber, jetzt der Bodyslam schafft das und er zieht ihn durch. Fantastisch, fantastisch. Jetzt zurück in den Ring vielleicht mit Aaron Insane. Nein, er holt sich, er holt sich hier das Baukit. Yo, alte Dudley Boys Manier. Ich fürchte, wir werden gleich ein Tischlein sehen. Aber ich glaube, die Kultras rufen es auch schon. We want tables. Genau, was die Kultras sehen wollten. Sie haben es gerufen. Ja, tatsächlich. Jetzt muss er natürlich erstmal seine handwerklichen Fähigkeiten beweisen, indem er den Tisch zusammenbaut. Aber das sollte das geringste Problem sein. Im Hintergrund können wir auch sehen, dass Johnny Evers wieder die Oberhand gewonnen hat gegen Michael Isotov. Wir haben ein ständiges Hin und Her. Wirklich, das ist ein richtiges Tennis-Match. Und wir können uns doch jetzt schon fast sicher sein, dass... Na, wir können uns nicht sicher sein. Und wieder der Konter Double jetzt. Double Axe Handle Blow von Aaron Insane. Und jetzt gibt er ihm noch ein bisschen was mit dem Schild. Mit dem Verkehrsschild. Diesmal war... Ach, es war wieder das Gleiche sogar. Oh, jetzt soll der Tisch aufgebaut werden. Das kann nur böse enden und krachend enden. Jetzt zeigt er, was für ein guter Schreiner ist und darf den Tisch aufbauen. Das ist natürlich genau das, was Mod van Kunna nicht wollte. Denn er hat ja nun mal das ganze Kit hineingeworfen und wollte den Tisch für seine
für seinen Vorteil nutzen. Absolut. Aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt geht das Ganze nach hinten los, wie es aussehen wird. In die Mangro, da bleibt man von Kunja tatsächlich einfach die Luft weg. Ja, man sieht es auch richtig, wie er nach Luft schnappen muss. Ah, Johnny sieht es im Hintergrund gar nicht. Der kann überhaupt nicht eingreifen. Er ist selber noch zu benommen von dem Kampf, den er sich mit Michael Isetoff draußen noch geliefert hatte. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht gut von Kunda. Jetzt geht es aufs oberste Ringseil. Oh Gott. Er wird, versucht, Aaron den wird, Superplex durch Aaron den Tisch. Aaron wird zum Superplex ansetzen, auf jeden Fall. Oh Gott. Jetzt, aber da kommt schon wieder die Gurke mit zum Einsatz. Oh nein. Gurke. Und Evers schnappt sich insane und powerbomb durch den Tisch. Das muss es gewesen sein. Das muss es gewesen sein. Zöger nicht. Er muss nur pinnen. Er muss nur pinnen. Er schafft das Cover an. Und eins. Zwei und in letzter Sekunde Isetoff in letzter Sekunde nimmt sich die Überreste des Tisches, setzt damit auch noch Motfang Kunde ein hinterher. Aus da geht's nochmal gegen Johnny Evers. Auf dem Tisch können wir den Salat nicht mehr zubereiten, den wir hier auf dem Boden sehen. Und er setzt an. Chokebomb. Das Cover. Jetzt ist eins, zwei, drei Titelverteidigung. Liebe Kultras, da ist es beim Titel geblieben für Neil Holding. Was für ein Match, Jörn, haben wir hier gesehen in dieser Kult-TV-Ausgabe. Holland's and Glory haben alles gegeben, aber dann hat sich der Tisch leider gegen sie gewendet. Am Ende hatte der Käse Löcher, so ist es tatsächlich. Neil Holding hat verteidigt, ist auf eine große Siegestraße gegangen. Sie waren lange, lange Zeit Champions, bis natürlich Corona das Land oder die Welt zum Ruhestand gebracht hat. Das haben aber Mord von Kunde und Johnny Evers hier nicht mehr wahrnehmen können. Was für ein Match, liebe Kultras. Doch das war noch nicht alles. Wir hören uns später wieder hier bei Kult TV. Zirkus-Clowns da. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Das hat Spaß gemacht, oder? Mega Spaß. Wir kommen nach einer Zeit wieder zu Kult Wrestling. Wir versuchen den Young Boys den Arsch. Und wir sind eure neuen Kult Tag Team Champions. Das war easy. Ne? Guys, les garçons, là, on va se calmer. Un garçon, un. We want a rematch! And let's do this in January, so we can take those titles back! Why? Because we are the best tag team in Europe, motherfucker! And we're gonna kick your ass! Allons, allez, deux coups, go! La la la! Was zum Geier war das gewesen? Ich hab keine Ahnung. Aber diese Rematch-Nummer, ich. Naja, ich geb's zwar nicht so gerne zu, aber letzter Rücken war schon nicht so geil danach. Die Schultern auch, also das ist. Müssen wir das unbedingt machen? Moment. Ja, ja, ja. Mir fällt da was ein. Hier mein alter Buddy Iso.
Der ist doch hier im Orga-Team drin. Ist es. Da hat doch hier was zu melden. Iso. Ja, das ist easy Iso. Also easy Paycheck und der ganze Kram. Ja, ey, wir quatschen mit Iso. Der holt uns aus der Nummer raus. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Wir haben es gerade gesehen. Preventative fordern ihr Rematch auf die Titel. Aaron, nicht ganz so begeistert, hat wohl einen Plan. Dazu sehen wir aber später mehr, denn jetzt haben wir erstmal Useless und Mod van Kunde. Oh, Useless und Mod van Kunde, der arme Useless, was muss der denn alles durchmachen in letzter Zeit? Bei der letzten Show sollte er sich selber auspeitschen, während das Label von Blackwell immer größer wird. Jetzt hat er noch das leichteste Mädchen aus ganz Oberhausen sich zur Seite gestellt und ja, das ist passiert. Und, ich hab's gesehen, danke. Was Backstage danach passiert ist, als Useless und Mod van Kunde aufeinander trafen, das sehen wir jetzt. Yes. Hey, here you are, Useless. Ha, I finally found you, man. I thank you for not whipping me and standing up against your boss a little bit. But you should become a real man and really stand up to Blackwell. So because it's the holiday season, I've got something special for you. I went up to management and I have arranged for you a one-on-one match in January. You against Blackwell! Woohoo! Yeah! Oh man, drink! Can't wait to see that one. Woo! Du sag mal, weißt du eigentlich, wie die WrestleManiacs zusammengekommen sind? Tatsächlich ja, Mella. Wir haben nämlich neulich einen Stammtisch mit denen gemacht. Da haben sie das alles erzählt. Ach verrückt, habe ich nicht aufgepasst. Aber ihr könnt aufpassen, nämlich jetzt. Denn jetzt kommt der Stammtisch mit den... WrestleManiacs! Brother! Boah, stimmt hier noch Bier. Und damit herzlich willkommen zum Kult-TV-Stammtisch. Nummer... irgendwas. Wir wissen ja nicht, wann es ausgestrahlt wird, wir sehen mal. Ja. Schätzungsweise Nummer 3, aber wenn sich ESO entscheidet, dann irgendwo anders hin zu cutten, dann ist es auch erst in Folge 8. Vielleicht auch niemals, wer weiß, was hier heute passiert, denn wir haben verrückte Leute heute bei uns. Sie sind quasi Loco. Sie sind quasi Maniacs. Die WrestleManiacs! So Leute. Was machen wir jetzt hier? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich mit so bekloppten Gerüchen überhaupt bequatschen soll. Aber wie es ja auch im Normalfall so ist, man findet immer ein Gesprächsthema, wenn man mit euch mal ein bisschen zusammensitzt. Ja, zum Beispiel, dass du Gefahr liebst, weil du lädst uns hier ein zum Stammtisch und steht kein Bier auf dem Tisch. Also, wir müssen hier Wasser leer. Leer. Erstmal ist es vor der Show und ich habe mich auf euch verlassen. Also, wo ist denn das Bier? Na, wann kommt denn der Knochen zum Hund? Normalerweise immer, ihr habt immer Bier dabei. Das stimmt. Wenn egal, du jetzt, weißt du, nur weil du jetzt hier für lau saufen willst, ne? Deswegen, da Stammtisch, ne? Da mach ich mit. Da gehört ja der nix. Ja, da hinten sitzt der Graves, der stellt die dicke Kohle und wir kriegen immer das Bier. Weißt du, ob ihr das hier jetzt so hört im Hintergrund, weil der klippert immer so die Goldbarren wieder runter. Das ist ein Geldspeicher. Aber ja. Die Hansa haben wir leider in der Deutschen Bahn vergessen. Wir wollen auch sparen. Wir haben Fahrt her. Beschissen. Ja. Geruchsintensiv. Ja. Wir waren gestern sehr besoffen, außer unser letzter Fahrer, der immer stabil am Steuer sitzt. Hagenpferd. Ja, also beschissen war es nicht, aber ein bisschen Stau. Es hat ein bisschen nach Alkohol und anderen Sachen gestunken im Auto. Normalerweise. Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Kennt ihr euch? Kanntet ihr euch schon vorher irgendwas? Wie lange kennt ihr euch? Tatsächlich auch so eine Frage, die man auch stellen kann. Ich habe mir auf der Bühne mal das Gesicht gebrochen, weil ich Spaß hatte. Ja, schön, da haben sie uns eigentlich schon. Den Trottel brauchen wir. Okay. Was? Das war tatsächlich wahre Geschichte. Ich habe damals mal, das muss so 2006 gewesen sein, da habe ich Deutschland und den Superstar geguckt und da war so ein Film. Du hast doch nicht gemacht! Kendrick Korps gesungen und der sah unserem Bassisten erstaunlich ähnlich und dann dachte ich, boah, mit dem könnte ich mich dann noch anfreunden und seitdem kenne ich den und so hat sich das dann alles ergeben eigentlich. Könnt ihr den DSDS-Link da runterschneiden, dass er eingeblendet wird? Ja, bitte. Ja, natürlich können wir das tun. Iso!
Ja, aber eigentlich so aus Schulzeiten teilweise noch, aus der Osnabrücker Metal-Szene irgendwie zusammengefunden. Das ist alles sehr familiär dort. Du musst ja Osnabrücker Catch-Szene haben. Catch-Szene auch natürlich, die Osnabrück sehr groß und sehr präsent ist. Ja, und dann, irgendwann waren wir mal bei Pizza Toni in Herne, oh, ja, bei einer GWF-Show und da war der gute Rob. Und hat uns da gesehen und fand uns wohl ganz lustig. Also wieder wie immer alle Sternagelvoll ja, dumme Sachen gerufen haben. Und irgendwie ist er dann, hat er dann wohl im Gespräch mitgekriegt, dass wir alles irgendwie mehr oder weniger Musiker sind. Manchmal und dann hat er dann, ja, wir machen das alles nur hierfür. Und ja, da hat er uns gefragt, ob wir da nicht mal einen Theme-Song machen können. Und, ja. Weil ohne dass er, hat er schon was von euch gehört? Nein, gar nichts. Da gab es ja nichts. Rob, what the fuck? Du kannst doch nicht wildfremde Leute ansprechen. Mach dir mir einen Theme-Song. Ja, vor allem, so altes Sparschwein. Wildfremde, fremde, besoffene, pöbelnde Menschen. Die gerade von einem Festival kommen und selber Backyard-Wrestling im Biergarten machen. Ja, die Band gab es ja noch nicht. Und da haben wir ja, er spielt Schlagzeug, ich bin Sänger. Die Band hat sich ja durch Wrestling Kult eigentlich erst gegründet. Also wir haben diesen Join the Kult Song gemacht. Und dadurch, da gab es die Band auch noch nicht mal fest. Und dann kam die Carnage-Klamotte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Festival. Oder was? What? Ja. So war das? Ja, vor ich gab es immer als Band. Nee, wir haben halt alle auch noch andere Bands gehabt und so. Und ja, dann, ja, gut, die Jungs, mit denen wir zum Catch-Fire, ja gut, ist ja alles dabei. Schlagzeug ist dabei, Gitarre ist dabei, Bass. Gesamt, ja, dann können wir daraus was machen. Das ist schon viel. Das ist schon zu viel. So. Für eine Metal-Band ist das eigentlich viel zu viel. Ja, für uns Leute, das eigentlich reichen drei. Dann haben wir da mal was gemacht. Ja, und dann kam auch der erste Auftritt bei so einem Rumpelfest, hieß das Ganze. Das war auch wirklich, also der Name war wie Programm, ey. Wir hatten nur einen Song, den Rest haben wir einfach improvisiert, wegen was gespielt. Eine besagte Geschichte, wo uns gesehen haben. Ja, das ist also, wie ist das passiert? Der war im Publikum. Ja, es war natürlich eine sehr blutige Show, es war ein Shuttle-Draht-Tisch und alles. Ne? Und Stacheldraht-Coil, Verkehrsschilder, alles was dazugehört zum guten Catch. Weil ich bin auf dem Blut ausgerutscht. Der ist auf der Blutlache ausgerutscht. Das Gesicht am Drumriser ist er dann so mit dem Jochbein, die auf den Drumriser geknallt. Augenhöhle war auch durch. Die Show deswegen, war aber generell super geil. Weil seitdem muss er die Maske tragen, weißt du. Ja, die Show war halt super geil, weil die ganzen Leute im Publikum, die hatten halt überhaupt keinen Plan, was da gerade abgeht. Und da kamen die halt irgendwann alle auf die Bühne, weil wir uns da halt ein bisschen mit so ein paar Gegenständen gefetzt haben. Und das war dann für die so ein Freifahrtschein. Und da fangen die auch mal an, sich da gegenseitig die Stühle in die Schnauze zu schlagen. Ja. Und kommen nachher zu uns und sagen, das tut ja voll weh, das ist ja gar kein Fake. Das ja, real to us. Wenn du deinem Kumpel einen scheiß Stuhl in die Schnauze haust, natürlich ist das dann kein Fake. Das hat mir alles gefaked. Besonders schön war das Mädel, was auf dem Freund gehangen hat und ihn mit dem Stoppschild verfolgt hat. Das saß auf jeden Fall tiefer. Ich lag auch irgendwann auf dem Boden mit dem Stoppschild als ja, Schild und über mir eben du den Stachel mit meiner Stacheldrahtkeule und schlug da die ganze Zeit auf. Dann kommt Stoppschild, eine ganze Zeit. Ja, die dachten, das wäre alles so präpariertes Zeug oder quasi Gummistacheldraht oder sonst was, aber das ist alles echt. Das ist so eine geile, absurde Geschichte, die einfach so hart zu euch auch passen. Ja. Ich hatte mir erhofft, dass genau so eine Story dahinter steckt. Wer ist mit wem zur Schule früher gegangen? Wir drei. Die sind schon viel zu alt. Wir drei. Da gab es gar keine Schule. Wir hatten immer zwei Stunden Deutsch und danach auch Kartoffelacker. Wo noch mit dem Rohrstock erzogen ist. Hat aber auch nicht geholfen. Ja. Aber das war ein Krieg. Wir hatten ja nichts. Meine Güte, ja. Guck also, mal in mein Alter. Das ist krass, weil Kult hat tatsächlich viele Sachen hervorgebracht in ihren 6 Jahren, die es die Company jetzt gibt. Unter anderem die Prügelbrüder. Ja. Ja, Mann. Schön auf sich selber abschießen. Und eben auch euch, was ich tatsächlich, ne, kein Joke, bis jetzt nicht wusste. Ich dachte, ihr wart vorher schon eine Band. Das hat alles richtig gut gepasst einfach, ne, vom Gimmick her. Vom Vibe. Aber dass es halt so zustande kam, dass Rob euch einfach auf der Straße aufgegabelt hat. Und seine Zitze genährt hat. Und ihr dann den Theme-Song, und ihr habt ja noch einige andere Themes, also Carnage weiß ich noch, dann ist noch eins in Arbeit. Ja, in Arbeit. Und gibt's noch mehr?
dürfen wir denn jetzt hier die Konkurrenten überhaupt ansprechen? Nein, wir haben für die Dockers haben wir noch zwei Dinger gemacht, für die Merch. Also wir sprechen schon mal echtes Wrestling an. Dann haben wir nur für Wrestling. Eigentlich gar nicht so. Okay. Das ist so geil, weil wir shooten halt einfach auch die ganze Zeit gegen alles und jeden. Also von daher, das passt. Wir shooten nicht. Wir sagen nur die Wahrheit. Wie kommen wir denn zum Thema WXW? Komm jetzt hier Titten auf den Tisch. Und damit gehen wir in die Werbung. Wir sollten mal eigentlich zu den wichtigen Fragen kommen, oder? Zu den wichtigen Fragen, natürlich. Okay, dann kommt jetzt die alles entscheidende Frage für euch. Ob ihr hier noch sitzen bleiben dürft oder ob wir jetzt einfach eiskalt rausschmeißen oder ihr uns, je nachdem, gucken wir mal. Das ist eigentlich die falsche Antwort. Ich habe keine Ahnung, ist die falsche. Ah ja, ich weiß sie. Ja. Rob hat sie gesagt. Eben. Ric Flair oder Hulk Hogan? Hulk Hogan. Ric Flair. So, wir verabschieden uns von euch beiden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr immer wieder beim Stammtisch dabei wart. Ja, und ich würde mal sagen. Es sind zwei Plätze in der Band frei geworden. Ich kann mehr Flöte. Also, mehr Talent als die beiden. Jawohl! Hervorragend. So, ja, ist. Hast du Musik drunter gespielt? Oder? Apropos Musik, Still Real to Us, unsere EP, kommt demnächst raus. Vielleicht ist er auch schon draußen, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Mir ist jetzt schwimmen. Fünf Songs voll in die Schnauze, lohnt sich. Sechs Songs voll in die Schnauze. Also deswegen machen wir Musik. Weil vier Songs voll in die Schnauze. Kauft das Ding mal. Sechs Songs, ein halber davon ist anhörbar, also kauft das Ding. Und wir sagen... Ein halber Song davon ist anhörbar, der ist aber schon hochgestapelt. Ja, ich muss auch mal nicht sagen. Ich will mich jetzt zum 10. Mal hier verabschieden. Wir haben damit schon Tschüss gesagt. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Finally got my title shot, and guess what? Marcus and Mike ruined it for me. They stole the victory. But if you think I'm gonna let it slide, you're wrong. I will not let this rest. I will keep on proving why I'm the best
wrestler in wrestling code today and why I deserve to be the champion. Well, somebody else got the title shot in January. I accept that too. But there's a challenge coming my way. For the first time ever in wrestling code, former Ref Pro and NXT Tag Team Champion Joel Redman is going to be in the ring. That's a challenge. I know how to take on Joel Redman. I know how to beat him. I'm going to show you guys. And sooner or later, in 2023, that belt is going to come home to me, Emil Satoshi. Because I want it. Just a little more than all those other guys, and I'm going to show you. This isn't over yet. Super, Björn. Ich find's perfekt, dass du proaktiv dich darum kümmerst, für Kult TV, für unsere Fans Content zu produzieren. Und deshalb ist es schön, dass wir dieses Interview jetzt führen. Bitte. Wir tun das, ja. Okay, warum bist du heute hier? Du stellst die richtigen Fragen. Wieso zur Hölle hat Alpha Kevin für den Januar, für den 14. Januar ein Chairs-Match ansetzen lassen? Die Tatsache, dass diesem Mann überhaupt Kompetenz übertragen wurde, solch gravierende Entscheidungen zu treffen, ist ein Witz in Tüten. Aber ich gebe dir die Chance, ihn sich durch mich erklären zu lassen. Ja, dann was wäre dir die Erklärung dazu? Die Erklärung ist, dass Alpha Kevin, das Duisburger Wappentier, die Personifikation des pränatalen Alkoholsyndromes, nicht mit einem Champion meines Formates, mit einem No Limits Champion konkurriert, geschweige denn um diesen Titel in einem so unwürdigen Match wie einem Chairs Match antreten sollte. Das ist lachhaft. Du weißt, was auch lachhaft sein wird? Was? Der Versuch von Kevin, nach besagtem Match seine kleinen, stummeligen Zähne wieder einzusammeln, wenn ich ihm den Stuhl in seine verdammte Fresse gehauen habe! Weißt du was, ist eigentlich doch ganz geil. Ich freue mich. Gute Arbeit, Björn. Du machst dich, Junge. Iso! Alles gut. Und alles klar soweit. Ja, super, ja. Schön, dich zu sehen. Ja, Mann, die Kürzung, alles da. Das ist ja ein Träumchen, ist das. Sonst alles klar? Alles super, Aaron. Das freut mich. Du, wir müssen uns mal kurz unterhalten. Also, ich hab da so was, das liegt mir so ein bisschen im Magen. Mir kannst du mal alles reden, was denn? Das weiß ich. Da bin ich auch zu dir gekommen. Also, guck mal. Jetzt hier da, wie die. Von denen wir die Gürtel haben, die zwei Bälle hier da. Ja, genau, die meine ich doch, das sage ich doch. Das war ein geiles Match übrigens, aber richtig geil. Ihr habt die sogar geschlagen. Absolut. Echt happy, das war cool. Ja, das ist auch gar nicht so das Problem. Jetzt, wo mehr so das Problem liegt, ist, die beiden meinten zu Rush und mir irgendwie was von 14. Januar Rematch und so. Du, ich weiß nicht. Klar, Mensch, das war ein geiles Match. Die Fans haben es gefeiert, es war schön, es war gut. Und klar, die waren lange Champion, ja, somit haben die den Rematch verdient. Ja, weiß ich nicht. Aaron, halt so. Ich sehe, du zweifelst, aber guck mal, ihr seid beide gestandene Veteranen im Euro-Wrestling. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Erstmal wird es wieder ein geiles Match werden. Ja, aber der Rücken, der Rücken. Ich sehe auch Chancen, dass ihr die wieder besiegen könnt. Und die Schulter und so, weißt du. Aaron, mach's wieder Hulkster. Pumping Iron, nimm deine Vitamine und dann packt ihr das, Mann. Wir sind bei euch. Meine Daumen sind gedrückt. Der Höchste. Wow. Björn! Hör mal, hast du kurz Zeit? Also eigentlich jetzt nicht so, ne? Warum denn? Was machst du gerade? Komm, das brauchst du doch gar nicht! Du kennst uns doch schon alle! Pass mal auf, Björn, pass mal auf. Du weißt doch ganz genau, Norm Haas. Ja. Norm Haas? Ja. Ist nicht so der Nett? Nee. Der wäre ja so ein Arschloch. Würde ich jetzt nicht so sagen. Weil ist er nett zu dir? Nein. Ja, siehst du. Und was würdest du davon halten? Ich und der Norman, wir haben ja den nächsten Chairs-Match. Mhm. Und was würdest du davon halten, als jemand zu dem Norman nicht immer nett ist? Mhm. Wenn du dir vorstellst, Norman mhm. und ein Stuhl.
Mhm. Und dann stellst du dir vor, wie dieser Stuhl gegen Normans dummer Fresse immer wieder. Du hast gegrinst! Du hast gegrinst! Ich hab's gesehen! Du hast gegrinst! Ich hab's genau gesehen. Dir würde es gefallen. Und dann gibt es diesen Stuhl. Und dann gibt es die Dusty Punches. Und dann kommt doch einer hinterher. Und am Schluss nehme ich ihn rauf. Alpha! Package Pile Driver! Und dann 1, 2, 3. Und dann sagst du, dann sagst du... Neuer Wrestling Kult, No Limits Titelträger, Kevin Rogers! Oh ja, genau so läuft das, Björn! Genau so läuft das! Oh mein Gott, ich bin so heiß! Ich liebe es! Danke! Meine Fresse noch heiß. Ich muss mal mein Gehalt reden. Oh! So tonight, in the first ever women's main event of Cult, I lost my championship. A championship that I held for 3 years. You don't just get to beat me like that, Amar. It's not fair. Everyone saw what you did. So, on January 14th, we're not just having any old match. We're having a hardcore match, and I am going to get back my championship that I deserve and prove to everyone why I should be champion again. Here you go, your new hope of Cult. Tonight, I proved that I am the best in Europe. I proved people wrong. Millie asked for a rematch and she got it. Hardcore match. This is gonna be my very first hardcore match, but it doesn't matter. Because the result of the match will remain the same. And there will be no hope left in Millie McKenzie. Mella, ja? Weißt du, wie spät es ist? Nee. Es ist Zeit für das absolute Highlight in Kult-TV. Wenn Kult-TV eine Muschel wäre, dann wäre das die Perle. Und diese Perle, die ziehen wir jetzt aus dieser Muschel raus und geben sie den Zuschauern. Denn wir haben das Match des Monats. Woohoo! Das Match der vergangenen Weihnacht. Und... Du machst mich fertig. Und der Beweis, dass Moinina nötig ist für Wrestling Cult. Denn es gibt Nina Salius gegen Kalypso von Christmas Crash 2022. Viel Spaß. Wer ist denn Moinina?
Tina, are you ready? Willkommen, liebe Kultras, zu diesem brandaktuellen Match von Christmas Crash 2022. Frisch von einer Japan-Tour zeigt sich die NXT-UK-Veteranin Nina Samuels hier vor den Kultras und ihre Gegnerin ist Kalypso. Und Jörn, soweit ich weiß, hast du vor dem Match mit Kalypso gesprochen. Das ist richtig. Sie hat gesagt, dass sie durchstarten möchte. Das Jahr 2023 soll genau das ihre werden. Und nachdem sie zuletzt gegen Melanie Gray verlieren musste, würde ihr ein Sieg gegen eine Ringgröße wie Nina Samuels natürlich gerade richtig kommen. Absolut, absolut. Nina Samuels bei NXT UK gegen Größen wie Dakota Kai oder Toni Storm gewrestelt, war zuletzt, wie ich gerade schon sagte, in Japan unterwegs. Und ja, das würde Kalypso ungemein weiterhelfen. Und jetzt gerade hat sie sie auch im Headlock. Also Nina Samuels kann sich nicht befreien, versucht es gerade. Sie versucht, Kalypso hochzuheben, aber sie kann sie mit dem Headlock zu Boden zwingen. Ja, die Jugend ist natürlich das, was jetzt ihr Vorteil sein könnte. Sie ist frisch, sie wirkt agil, aber jetzt kommt der Konter. Aber sie kann sich sofort wieder rausbuxieren und kann den Headlock weiterhin halten. Sehen wir hier ein kurzes Match oder kommt Nina Samuels direkt zurück? Eigentlich ist sie zu erfahren, um so schnell zu verlieren. Und sie kann sich auch befreien. Mit den Whipman in die Seile und der Shoulderblock, da prallt Kalypso einfach nur ab. Ja, und Nina Samuels zeigt sich etwas von der arroganten Seite, schickt aber sie nochmal in die Seile. Aber das hätte sie nicht tun sollen. Direkt der Armdrag. Und noch ein Armdrag hinterher. Der zweite Armdrag hinterher. Zwei Armdrags hinterher. Und da muss Nina Samuels kurz mal durchschnaufen. Ich glaube, damit hat sie nicht gerechnet. Ich glaube auch, sie will sich erstmal sammeln. Jetzt, au, da weiß sie, dass sie schlägt das Rad, Kalypso. Und ein Dropkick hinterher. Damit hat Nina Samuels, glaube ich, wirklich nicht gerechnet. Es sieht fast so aus, als hätte Kalypso nicht damit gerechnet. Sie wirkt selber überrascht, aber ich glaube, sie kann jetzt den Vorteil daraus ziehen. Ja, sie schickt Nina wieder zurück in den Ring. Jetzt gilt es, hinterherzukommen. Sollte ihr nicht zu viel Luft lassen. Setzt sofort wieder an zur Back Suplex. Und der ist sie noch zieht ihn durch. Oh, werden das die Three Amigas? Es scheint so zu sein. Bisher hat Nina Nummer nichts entgegenzusetzen. Kommen wir zu Nummer 3. Na, es soll zum Fisherman Suplex angesetzt werden, aber Nina Samuels mit einem Griff in die Haare, da muss doch der Referee Steve Valentino eingreifen. Das macht er jetzt auch. Er sagt ja auch, dass es nicht geht. Und aber schon wieder. Die stellt sich auf die Haare, zieht sie nach oben. Da wird sie angezählt durch Steve Valentino. Ja, Steve Valentino wird auch etwas wütend, das sieht man sofort. Sehr energisch geht er dazwischen, aber das scheint Nina Samuels nicht sonderlich zu berühren. Und das gefällt auch den Kultras nicht. Jetzt wird es fast ein Hohn, den sie hier gegen ihre Gegnerin ausspielt. Guckt sie in die Ringecke und schon wieder will sie die Anzählung hören. Scheint zu sagen, I have till five. Ja, Großmut kommt vor dem Fall. Sie sollte es auch nicht zu weit ausreizen. Irgendwann wird auch der Ref irgendwas dagegen zu tun Snap haben. Snap mehr. Und Flipping Headlock Driver hinterher sofort das Cover. Eins, zwei, ach, nur bis zwei. Da, sie sagt Steve Valentino ganz klar, dass er zu langsam gezählt hätte. Ich sehe das ein bisschen anders. Das sehe ich auch ein bisschen anders. Außerdem sollte sie mittlerweile wissen, wie Steve Valentino zählt. Jetzt so versucht, sich zu befreien, aber es wirkte mehr wie eine Verzweiflungstat. Im Moment hat Nina Samuels absolut die Oberhand in diesem Match. Der Body Slam. Nein, Kalypso kann kontern und kann sie einrollen. Aber auch nur bis zwei. Auch die Überraschung kommt nicht durch. Aktuell ist Nina auch einfach frischer, da sie wesentlich mehr Moves ausgeteilt als eingesteckt hat. Das stimmt allerdings. Kalypso bleibt auch keine Luft zum Durchatmen. Es wird Zeit für eine kleine Offensive von ihr. Vielleicht ein kleiner Konter, den sie durchbringen kann. Aber momentan hat Nina Samuels sie in der Ecke und wird nur von Steve Valentino unterbrochen. Und sie macht es auch diesmal richtig. Am Anfang hat sie versucht, mit ihrer Gegnerin zu spielen, aber jetzt kommt eine Aktion nach der anderen. Sie lässt Kalypso gar keine Luft zum Atmen. Jetzt kommt der Body Slam. Und der geht auch durch. Der geht durch. Leg Drop direkt zum Cover. Und der Pin. Eins, zwei und wieder nur bis zwei. Wieder kann sich Kalypso befreien. Das Kämpferherz bei ihr ist auf jeden Fall groß. Das stimmt, aber jetzt wird es Zeit, dass sie mal zum Konter ansetzt und selber mal wieder ein paar Aktionen bringt. Jetzt geht's in die Submission mit einem Sleeper Hold. Sonst wird es schief gehen. Und das kann natürlich jetzt richtig, richtig schwierig werden für sie. Wenn der Sleeper Hold richtig angesetzt wird, gibt es kaum eine Möglichkeit, sich daraus noch zu befreien. Aber Kalypso kämpft dagegen an. Sie kämpft gegen an.
Nina Samuels will, dass nach der Aufgabe gefragt wird, Raps aber Calypso gibt nicht auf. Fragt nach der Aufgabe, aber da bleibt sie dran. Jetzt kommt vielleicht mal endlich wieder ihr Moment, aber sie wird sofort wieder zu Boden gerissen. Sofort wieder zum Cover. Und Calypso kann sich wieder befreien. Oh, und so jetzt? Langsam kommt etwas Verzweiflung in das Gesicht von Nina Samuels. Oder täusche ich mich ich da? Ich glaube auch, dass ich den einen oder anderen Frust gesehen habe. Auch wenn sie jetzt wieder versucht mit ihrer, ja, ich sage etwas Attitüde, mit ihrer Attitüdenart, hier das zu überspielen. Aber es scheint doch der Frust in ihr aufzuklären. Ja, das ist nicht nur verhöhnt, das ist auch frustig. Aber sie will auch ein bisschen mit den Kultras spielen. Jetzt spielt sie aber mit ihrer Gegnerin. Ja, und mit den Kultras, wie man wieder sieht. Sie konzentriert sich zu wenig drauf. Und das hat Calypso sehr gereizt. Da kommt das Löwenherz zum Vorschein. Ein paar Elbows. Und sie kann sich tatsächlich etwas in die Ecke schlagen. Und sie kann ausweichen. Und nochmal mit einem Slingblade. Das schickt Samuels nach draußen. Calypso muss nachsetzen, aber Samuels kann nochmal kontern. Und sie kommt, ach, da sollte und ein erneuter Konter, das geht hin und her. Jetzt haben wir hier einen richtigen Match. So, Calypso, setz durch. Fisherman Suplex, setz sie wieder an. Das könnte es gewinnen sein. Eins, zwei und... Ja. Wieder Samuels kann sich nochmal befreien. Jetzt sehen wir auch hier ein bisschen Frust oder Verzweiflung in Calypsos Gesicht, ja, sie zurückgekommen sie ist. Sie hatte schnelles Momentum und natürlich wäre jetzt ein schnelles Cover, ein schneller Pin, wäre natürlich das Richtige gewesen. Und da gibt es den Enzo Igiri. Und jetzt ist die Frage, was sich durchsetzt. Die jugendliche Frische oder doch die Erfahrung? Wir haben schon beides sehen können. Also man weiß nicht, wer gerade den Vorteil hat. Jetzt der Tritt und sie geht zu Boden. Calypso liegt. Und dann sehen wir jetzt nochmal. Spinning Splash. Und es könnte es jetzt wirklich gewesen sein. Eins, zwei und... Calypso kann sich noch einmal befreien. Samuels kann es nicht glauben. Sie jetzt kann es nicht fassen. Frust wird diesmal zur Ungläubigkeit. Aber, jetzt aber sie will zum Ende ansetzen. Will sie ihre Ushiguroshi-Variante zeigen? Ihren Finisher? Hell to the Nina? Sie setzt dazu an. Jetzt sieht es nicht gut aus für Calypso, aber da Calypso strampelt. Sie kann sich befreien. Sich zur Wehr und... Whippin. Der Superkick ins Leere. Geht ins Leere. Single Leg Takedown von Samuels. Die packt ihre Gegnerin nochmal in die Seile. Wird wieder angezählt von Steve Valentino. Der immer energischer wird. Ich glaube, so langsam und noch mal sie den Referee richtig gegen. Sie lässt nicht los. Sie behält die Seile dabei. Sie verlässt sich auf schmutzige Taktiken. Und jetzt wird es tatsächlich zu einem kleinen Privatkrieg zwischen den beiden. Aber da kann Calypso ausweichen. Und sie springt sie kriegt nicht den Dropkick ab. Und der Superkick sitzt. Der Superkick sitzt. Sie geht aufs Seil. Aufs zweite Seil. Sie zeigt ein Ende. Double Footstomp. Double Footstomp. Jörn, das Cover. Das könnte es gewesen sein. Ist es das? One, two, three. Das war's. Das war's tatsächlich. Was für ein Sieg. Calypso hat es wahrgemacht. Ist das der Auftakt für ihr großartiges Jahr 2023? Das werden wir sehen, lieber Jörn. Das werden wir sehen. Liebe Kultras, das war's von unserer Seite. Macht's gut.
Wrestling is our death.